So, herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Der Bürgermeister hat sein Nimmerchen beendet, habe ich gerade von der Bild-Zeitung erfahren. Bürgermeister ist stecken geblieben und hat sein bestes Stück gebrochen und ist deswegen zum Onkel Doktor. Wir wollen mal nicht schadensfreudlich sein, aber es geschieht ihm recht, mit so einem kleinen gebrochenen Ding rumzulaufen. So, wir kriegen eine Wasserlieferung, unsere Trinkwasserlieferung. Dann lass uns das hier eben noch fertig machen. Und dann würde ich sagen, lass uns zur Firma zurück. Ja. Und mal was essen und so. Also bei so viel Elefantengras und ich da schon geschnüffelt habe, möchte ich was Deftiges haben. Als wie... Hans. Ja? Nochmal. Wer ist hier eigentlich der Chef? Na, du? Gut. Erst gehst du an mein, Handy, dann gehst du an mein Privathandy, dann tust du meine Frau anbaggern. Dann tust mir Leute hier wegvergraulen. Sag mal. Was für Leute? Ja, weiß ich auch noch nicht. Wie viel Prozent haben wir denn? So. Fast voll. Komm, den kleinen Mann noch weg. Warte. Einmal um die Ecke hier noch. Dann fahr du mal gleich vor. Mhm. Aber mir ist aufgefallen, ich habe den Polizisten noch nicht gesehen. Ja, der hat irgendwie derzeit noch keinen Dienst, wa? Ich weiß jetzt, mit wem der Bürgermeister eine Affäre hat. Ja, Robin voll. Nicht, dass die da irgendeine Affäre haben. Ach, so. Du meinst hier der Polizist und der Bürgermeister, das könnte auch möglich sein. Ja, weil ich glaube, ich habe mal gelesen, irgendwo war wirklich ein Artikel, ja, das, da muss man ganz früher in der Stadt gewesen sein, der Bürgermeister und ja, die so Politessin, weil... Stimmt, da wurden ja keine Namen genannt. Nein, weil, das ist ja gar nicht so bekannt geworden, aber es bleibt unter uns, ne? Das weißt du nicht von mir. Der Polizist ist ein Zwitter. Nein. Ja. Nein. Jetzt kein halt, Witz. Halb Mensch, halb Frau oder was? Ja. Ach du Scheiße. Und der ist ja aus der Stadt abgehauen, weil viele sich ja drüber aufgeregt haben, dass der riechen wieder wie ein Fisch. Aber das ist ja beim Zwitter normal, weil unten Frau, oh Mann. Ja, ja, ja. Was sagst du, ja? Hast du mit dem was gehabt? Nein. Nein. Nicht doch niemals. Das würde ich niemals tun. Was? Was denkst du denn jetzt wieder von mir? Als ob ich ja mit dem Ding halt anfange. Nee, nee. Komm, kannst du mir erzählen, Hans? Wir sind unter uns. Vielleicht einmal. Ungewusst. Also. Bleibt mir glatt die Spucke weg. Ja, was passiert, du, wenn er sich wie eine Frau verkleidet, ne? Also, ja, aber das muss doch... Ja, du sagtest doch schon untenrum Frau, obenrum Mann. Und hat man halt nicht gesehen, ne? Aber er hat sich dann wieder Frau angezogen. Ach so, und dann hast du... Okay. Ja, ja, weil jetzt, wo du es erzählst, ne? Kommt mir das wieder in den Kopf. Du bist ein Honk. Mhm. Wieso erzählst du sowas? Keine Ahnung. Und ich sehe übrigens gerade, dass hier ein Herr Friedrich Weiler und ein Herr Marquis Charles de Bois steht. Sag mal, musst du jetzt auch noch einen LKW furzen oder was? Ich glaube, du hast nicht mehr alle. Ah, hallo, Herr de Bois.
Boah, also ich kriege immer noch nicht das mit ihrem Namen hin. Das ist ja ein französischer Name, ein sehr schöner Name. Aber wie Charles de Bons, de Bons? Bons, 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 Bons? Mann, ey. Den LKW kann ich erstmal wegstellen, ne? Herr Boss, ja, mach mal weg. Herr Charles, Herr Boss? Herr Marcuquis? Oh, hallo, Herr Marcuquis? Sie gucken so komisch. Hallo, Herr Schlemmer, ich wollte fragen, ob ich bei Ihnen den Tiefengrubber ausleihen könnte, weil ich mir einen neuen Traktor gekauft habe und noch nicht weiß, ob er sowas schaffen würde. Ja, klar, natürlich. Weil ich habe hier mir einen neuen Frontladerschlepper angeschafft. Oh, der sieht aber auch schön aus, ja. Weil mein Alter kommt ja in die Jahre und er schafft das einfach nicht mehr. Ja. Aber ich muss Ihnen sagen, zum Beispiel, wenn ich mir hier vorne mal ein bisschen, sag ich mal, die Schnauze angucke von dem Traktor. Das erinnert mich so ein bisschen an unseren Bürgermeister, der kurz vorm Zermatschen ist. Ja, irgendwie schon, ja. Und da vorne die zwei Hörner, nee, aber ich finde das ein sehr schöner LKW-Traktor. Aber können Sie machen. Hans? Ja, ich bin hinter dir. Kannst du mal bitte gucken, wo das Gerät ist, dass du in die Garage aufmachen kannst für unseren Franzosen? Ja, das steht hier genau neben euch. Das steht doch hier vor Ihnen. Stimmt, stimmt. Das hat dann wieder Hans einfach mal hier stehen gelassen. Nee, können Sie ruhig ausprobieren, kein Problem. Ich werde das ausprobieren und wenn es funktioniert, kann ich mir dann auch so ein Teil anschaffen. Klar, wenn das funktioniert, natürlich. Ja. Mario, nur zur Info, der stand hier vorher schon. Ich habe den nur wieder hingestellt. Ich hätte noch eine Bitte. Ja. Wenn Sie in den nächsten Tagen einen Tiertransporter frei hätten, ich hätte einige Schweine, die zum Metzger müssten. Ja. Sollen wir Ihnen das also wir würden auch das Transport machen, ne? Ja, mein Anhänger ist zu klein für die Schweine. Ja. Ich habe im Moment zu viele im Stall. Das sind so grob geschätzt so etwa 20, die weg müssen. 20 Kühe. Nicht Kühe, Schweine. Oh, sorry. Schweine. Ja, kein Thema. Die sollten nach wohin? Ich denke mal Zum zum Metzger, ne? Metzger hier. Zum Metzger. Ja, klar, kein Problem. Zu wann sollen die transportiert werden? Wenn es möglich, ne? Wenn Sie das für morgen einrichten können oder übermorgen, das würde mir reichen. Ja, kein Problem. Weil Sie wissen ja, ne, meine Kunden sind mein König, ne? Ja, danke. Jo, kein Thema. Au revoir. Au revoir. So. Mario, ich habe mal nachgeguckt, wir müssen einen Tiertransporter bestellen, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Nee, Wir haben. wir haben. Das stimmt da, ja, ich sehe. Ne? Und Hans, sag mal, bist du ein Affe? Nee, wir haben Tore. Ja. Jetzt brauchst du aber nicht aufmachen. So, da ist schon mal, du guck mal, da ist der nächste. Den können wir auch abfertigen. Klopf, 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 klopf. Ja, Meiler, soll ich Trinkwasser wegbringen? Ja, Schlemmer. Mein Name. Oh, Name aha. Schlemmer, ne? Schlemmer. Drehen Sie sich mal um. Na, gucken Sie mal. Ja. Schön knackigen Arsch, wa? So, kommen Sie mal hinterher Herr gerannt. Hans, Ja? haben Sie zufälligerweise die Kugeln für das Gerät? Ach so, ja, Sekunde. Ja, hier sind sie. Danke.
Und die Stadt kann sich aber Fahrzeuge leisten, das ist ja purer Wahnsinn. Das ist ja Luxus, ey. Luxus pur! Ja, das ist alles bestimmt mit Bestechungsgeldern gekauft worden. Ja, mit Sicherheit. Aber ich glaube, da funktioniert was nicht. Warte mal. Na, ich glaube, meine Pumpe ist kaputt. Ihre Ja. Pumpe ist kaputt. Welche denn? Jetzt müsste es gehen. Warten Sie mal, ne, ne, warten Sie mal. Ich habe was gesehen. Ich glaube, ich habe Ihre Pumpe gesehen. Warten Sie mal, bleiben Sie mal stehen. Jetzt setzt er sich wieder hin. Jetzt wollte ich mal gerade seine Pumpe angucken. Und? Ja, Geht das jetzt? Oder ist die Pumpe immer noch kaputt? nee, nee, geht jetzt, jetzt geht's. Jetzt sollte das gehen. Und, Herr Weiler? Nein, das geht nicht. Irgendwas Was? Ja, warte mal, ruf mal den Bürgermeister nochmal an. Ring, 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 ring. Veganus hier. Ja, sagen Sie mal, Herr Veganus, ich meine, Ihr Mitarbeiter kriegt das mit dem Rohr nicht hin, wie ich es Rohr ja auch immer meint. Ich wollte auch nachgucken, aber da wollte mich nicht reingucken lassen. Der hat ein Problem, er kann nicht abtanken. Sagen Sie mal, kann er es nicht oder wie sieht das da aus? Doktor, geben Sie mir mal uns vielleicht den Schlüssel auch? Haben Sie das denn gemacht? Ja, wir haben alles freigeschaltet. Wir haben unsere Anlage für Sie freigeschaltet. Dann wüsste ich es jetzt nicht. Vielleicht nimmt ihr dann kein Trinkwasser. Sie wollten Trinkwasser haben. Ja, richtig, richtig. Vielleicht nimmt ihr, gucken Sie mal bitte nochmal direkt im Menü nach, ob der nicht vielleicht einfach nur Wasser nimmt. Ach so, ja. Okay, nee, da weiß ich da Bescheid. Da müssen wir dann nochmal gucken. Alles klar. Tschüss. Hans. Ja, wir haben nachgeguckt. Wir können das gar nicht lagern, also muss es direkt runter. Wir haben. Stimmt, stimmt, stimmt. Das ist ja kaputt. Dann tun wir einen Gefallen, Hans. Hans, renn doch nicht immer weg. Sag mal. Ja. Dann fahr bitte mal mit den Herrn Weiler mit. Ja, mach ich. Und zeichne mal bitte, wo das hinkommt. Okay. Und Hans, nicht bitte an sein Rohr spielen. Nein, ich doch nicht. Ja, Herr Hans, Sie haben mir letztes Mal zu mir gesagt, Sie haben mir auch was zu sagen, oder? Ich Ihnen was zu sagen? Ja, wir sollten vielleicht mal in einen anderen Raum Warum gehen. müssen wir... Was ist denn jetzt los? Ja. Wo müssen wir hin? Hans! Was denn? Ja, bleib doch hier in Dingfunk. Du musst doch drin bleiben, falls ich dich erreichen muss. Ach so, wir sind im Funk. Ja, das wusste ich gar nicht. Ah. Ja, genau. Bitte einmal zum Tor raus. Wo geht das jetzt lang hier? Mario, machst du das Tor gleich zu oder wie sieht das aus? Natürlich, ich muss doch jetzt ab, ich schließe alles ab, ich muss mal hier ein bisschen was noch kontrollieren. Wohin denn jetzt? Einmal nach rechts bitte, Herr Weiler. Ja, und dann? Ja, dann sage ich Ihnen gleich weiter. Der an dem Kreisel. Nehmen Sie bitte die dritte Ausfahrt. So, die, okay, machen wir mal anders. Lelelele. Zum Glück ist der Polizist gerade nicht anwesend. Hat keiner gesehen. So, am nächsten Kreisel die zweite Ausfahrt, bitte.
Oh, das ist aber ein schönes Ding, was Sie da haben. Also ich meine natürlich den Trecker, ne? So, da kommt jetzt gleich eine Abzweigung nach rechts. Da müssen Sie einmal abbiegen. Genau hier. Wissen Sie? Ich glaube, ich hätte nicht so viel Wodka trinken müssen vorher. Oh mein Gott. Ja, okay, aber anders kann man den Helfigern das auch gar nicht vertragen, ne? Wenn ihr Chef wisst, was der über sie redet, ne? Ja, die Hackfresse, die kann man nicht anders ertragen oder ansehen, ne? Das kann ich verstehen. Ja. Wie weit müssen wir denn noch fahren? Ja, wir müssen ein Stück weiter, noch ein Stück weiter. Das ist auch ein Stückchen. Hm. Wir haben es aber bald. Wir haben es aber bald. Ich glaube, ich stelle meinen Funk aus. Huch. Was? Funktioniert Ihr Funk noch? Nee, jetzt nicht mehr. Ich glaube, das haben die alle gehört. Ja. Huch. Was hier? Herr Weiler. Herr Weiler. Asi-Pupsi. Herr Weiler. Sie sind ein Geiler. Wohin? Bitte da rechts weiterfahren, wo Sie jetzt fahren wollten. Wir müssen runter, wir müssen da runter. Gucken Sie den ganzen hinten her an! Nach links! Nach links! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Herr Weiler, alles in Ordnung bei Ihnen? Oh, ich hab wieder der Funk immer noch an. Och. Ja, hallo? Ja, Herr Weiler, alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, mit dem Auto, das hier Hans. Der eine, der. Wo, was wollen Sie? Ja. Oh. Hier, ja, komm. Von wem gehört denn das Feld? Aus Elf von uns. Ja. Da bitte einmal rein. Ja, also Ihr Mitarbeiter, der hat ja keinen Namen gezogen. Sie guckt ganz halt auf bestimmte Dinge, ja. Naja, genau. Nein, bitte einmal links rum. So, das war's aber für heute von uns, liebe Zuschauer und Zuschauer. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Würde ich mir natürlich freuen, wenn ihr es nächstes Mal reinschauen würdet. Wieder mit dabei Hans, der Kanz. Und ich denke mal, das nächste Mal wird wieder unser Herr Friedrich sein, unser kleiner, süßer, kleiner, schluckliger Lebensgefährte von nebenan. Und natürlich denke ich mal auch wieder mit dabei unseren Herrn
unseren Franzosen, einfach kürzer gesagt und besser, hört sich besser an. Bis dahin. Tschüss. Einfach mitkommen, Herr